Wir kommen zur Super Magical Chest. Das sieht gut aus. Eine Banditin. Okay, also es ist klar, wir müssen die Banditin sowieso ziehen. Die Banditin ist die legendäre Karte mit am meisten Rückstand. Supercell möchte mal für den Kartenausgleich sorgen. Alle Karten Level 4 bis 5, Banditin gerade so Level 3. Und jetzt haben wir eine ganz wichtige Umfrage. Wir sind 14.000 Leute. Ich möchte bitte, dass ihr alle bei der Abstimmung mitmacht. Moderatoren, aufgepasst. Macht auch bei der Abstimmung, also macht die Umfrage. Und dann werde ich das Ganze, denke ich, auch noch auf YouTube packen. So, wie fange ich am besten an? Wie bauen wir das auf? Es ist so, dass ich noch weitere YouTube-Formate bringen möchte und da mir jetzt Ausrüstung anschaffe und auch anschaffen werde. Ich werde auch im Winter ausziehen. Dort werde ich dann ein komplettes Heimstudio haben und ein Büro, also wenn man das so nennen kann, was dann ziemlich krass wird. Mit noch krasserem Mikro, mit noch besserer Beleuchtung, mit noch besserem Schall isoliert das Ganze, dass nichts halt und sonst was. Dann brauche ich noch einen neuen Schreibtisch, einen größeren, womit ich noch mehr arbeiten kann. Einen Stehschreibtisch für gewisse YouTube-Formate. Und ich habe mir jetzt hier auch schon eine Kamera angeschafft, eine Canon 750D. Mit Mikrofon, Stativ, da kommt jetzt noch ein Hintergrundsystem mit Aufhängungen, da kommt Beleuchtung dazu, all das kostet. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, ich mache ein Spendengoal auf, so ein Heimstudio, wir waren jetzt schon bei einem Elektriker und so weiter, das ist teuer, das kostet im fünfstelligen Bereich. Wir haben lange Zeit, das ist, wir brauchen das September, Oktober, November, irgendwie so. Das geht klar. YouTube läuft besser denn je. Twitch, alles mega geil. Es ist trotzdem ordentlich. Es ist ordentlich. Und da habe ich jetzt ja schon mehrmals angesprochen, wie wir das machen können. Da kommen wir dann zum Thema, weil die Reichweite meines Kanals ist ordentlich. Das ist verdammt viel. YouTube ist eine Werbeplattform. Klar, ich klatsche euch aber selten mit Werbung zu. Also ihr kriegt fast nie Werbung. Und wenn man Werbung über YouTube macht, dann kriegt, glaube ich, YouTube ungefähr die Hälfte und der YouTuber die Hälfte. Irgendwie so ist die Aufteilung. Vielleicht auch 65% und noch was anderes. Das haben wir erstmal. Das sind einfach random Werbungen. Das kann Cola sein, das kann Auto sein, was weiß ich. Jetzt gibt es aber, ich sag mal, Mobile Games, die gerne Werbung vor meinen Videos machen würden, weil die unglaublich viele Leute erreichen, die Mobile Games benutzen. Die würden einen Haufen Kohle zahlen. Das würde dann nicht über YouTube laufen, das würde dann direkt über mich laufen. Und dann kriegt man nicht, da verdiene ich mit einem YouTube-Video das Zehnfache, teilweise das 15-fache. Das ist viel Geld. Ich will jetzt auch kein. Es gibt ganz viele YouTuber, die das ganz falsch machen, sich das Geld in die eigenen Taschen stopfen, sich die teuersten Klamotten kaufen, Luxusgegenstände, die man überhaupt nicht braucht, das Geld einfach verballern, verprassen, nichts damit anstellen. Ich würde es für das Heimstudio verwenden, für meine Ausrüstung. Das reicht aber nicht. Ich würde dann noch zusätzlich machen. Am sinnvollsten würde es sein, ich stelle euch, da habe ich auch ein Angebot reinbekommen, ich stelle euch eine App vor, 2 bis 3 Minuten, dafür kriege ich Geld. Das reicht aber nicht, danach würde ich noch das Video machen. Da können wir dann, wenn ihr Bock habt, ein Chest-Opening machen. Oder wir organisieren mal, auch finanziert von dieser Werbung, weil ich auch meinen Abonnenten was wiedergeben möchte. Wir organisieren 5 Turniere gleichzeitig oder gerne auch hintereinander im Stream. Ein Custom-Turnier mit wer von euch Chancen hat, in die Turniere reinzukommen. Oder was weiß ich. Oder wir machen ein Chest-Opening. Das würde ich dann zusätzlich in dem Video machen. Und da ist die Frage, ob das okay ist. Weil viele Leute sind da extrem negativ. Sobald da ein YouTuber Geld verdient, wird er dazu geflamed. Kann ich verstehen. Ja, gerade wenn man das noch nicht mal kennzeichnet, dass es eine Produktplatzierung ist. Und ich versuche euch dann auch nicht das Produkt zu verkaufen, so, boah, das ist die geilste App überhaupt, ladet euch die alle runter, für mehr Downloads kriegt man dann wahrscheinlich auch mehr Geld, da gibt es einige auch Verträge. Ich würde sie euch schlicht neutral vorstellen, ohne eine Meinung dazu zu packen.
Okay, ich will euch das nicht verkaufen, ich stelle es euch vor, dafür kriege ich mein Geld, damit ist die Firma zufrieden und ich auch. Da müsst ihr sagen, ob das okay ist. Da kann man moderat eine Abstimmung starten. Ich habe schon öfter gefragt, die letzten Abstimmungen liefen gut. Ich möchte es aber sehr transparent mit euch machen. Ich sage dann auch, welche Produkte das sind, in welche Richtung das geht und alles Mögliche. Es wird aber verdammt viele Leute geben, die dann sagen, Geld geil, der versucht da jetzt super viel Kohle mitzumachen. Die gibt es immer. Es ist schwierig, die da auszuschließen. Wir können das auch gerne so machen, wenn ihr darauf Bock hättet. Wir machen nicht eine Produktplatzierung, sondern zwei. Und es geht jeweils, also wenn ihr das besser findet, keine Ahnung, und es geht jeweils die Hälfte für so, für ein soziales Projekt drauf. Das können wir auch machen. Also wir haben jetzt die Reichweite, wir sind über 400.000 Leute, damit kriegt man Geld zusammen, damit kriege ich mein Heimstudio finanziert für noch bessere YouTube-Videos. Hier schreibt jetzt jemand, gönn dir doch einfach. Nee, ich kann jetzt nicht einfach eine Produktplatzierung machen. Ich bin da, wo ich jetzt bin, durch euch. Durch diese 418.000 Abonnenten. Ihr vertraut mir, dass hier Clash Royale Content kommt. Und stellt euch vor, auf einmal kommt der nicht und es ist nur noch Produktplatzierung und ich mache auf einmal todes viel Cash und der Kanal wird einfach scheiße.